einen wunderschönen guten Abend miteinander. Ich fühle mich sehr geehrt, hier heute zu euch reden zu dürfen, weil ihr seid Menschen, die sich fürs Menschsein interessieren. Und das sind wichtige Säulen in jeder Gesellschaft. Ich bin auch heute hier, um euch etwas über diese geheimen Polizeiakten zu erzählen. Das führt uns zur ersten Frage. Haben wir einen weiteren Fischenskandal? Meine Meinung ist eindeutig ja. Lassen Sie mich eine Geschichte erzählen. Ein Schweizer, er heißt Hans, kommt von Thailand zurück, weil sein Vater ist über 90 Jahre alt. Es geht ihm nicht so gut. Er macht sich Sorgen. Zu Hause sieht er, die Spitex ist involviert und die Spitex macht Abrechnungen für Leistungen, die sie gar nie geleistet hat. Die KESB ist involviert und auch dort mit den Behörden gibt es Probleme. Dann hat er noch Nachbarn. Dort gibt es auch dies und jenes unschöne Wort, nur verbal. Eines Abends läutet es an der Tür. Er macht auf, wer ist da? Die Polizei. Mit einer Person privat, zivil bekleidet. Die bitten um Einlass. Er lässt sie hinein. Und die Zivilperson beginnt zu reden. Er merkt dann, das ist eine Psychiaterin. Er wundert sich, versteht die Welt nicht mehr, was läuft hier in der Schweiz ab. Dann sagt diese Psychiaterin, wissen Sie, wir sind heute Abend hier, um Ihnen zu helfen. Eine Nachbarin hat der Polizei telefoniert, sie haben ihre Kinder verbal belästigt. Sie haben sich emotional nicht im Griff. Sie brauchen Hilfe. Sie sind auffällig in der Nachbarschaft gewesen. Wir wollen Ihnen helfen. Sind Sie vernünftig? Gehen Sie jetzt mit der Polizei in die Psychiatrie, ins Spital. Und der Hans, so heißt er, sagt, ja, was soll ich dort machen? Ja, das sehen Sie dann. Wir wollen Ihnen helfen. Sie brauchen jetzt Hilfe. Sind Sie doch vernünftig, wenn Sie jetzt nicht freiwillig mitgehen, müssen wir Gewalt anwenden. Okay, der Hans geht mit, kommt in dieses Spital, normales Check-in, wie es so gibt in den Spitälern. Die Polizei geht noch nicht weg. Die begleitet ihn bis zur Station. Und dort auf der Station sagen ihm die Ärzte, hier haben wir ein Medikament für Sie, das wird Ihnen gut tun. Und der Hans fragt sich wieder, ja, was läuft denn da ab? Die wissen ja gar nichts. Und der Arzt sagt doch, die Psychiaterin hat uns den Befund gegeben, die jetzt Sie gebracht hat. Das tut Ihnen gut, dieses Medikament. Sind Sie doch vernünftig, sonst müssen wir Gewalt anwenden. Nehmen Sie jetzt diese Medikamente. Und der Hans schaut die Polizisten an und die sagen, ja, so ist es. Dann, ja, was passiert, wenn ich die Medikamente nicht nehme? Ja, dann halten wir sie fest und die Ärzte spritzen sie. Wir wissen, diese Medikamente brauchen Sie jetzt. Okay, der Hans, der schluckt sie. Die Polizei geht. Er sitzt in der Psychiatrie, versteht die Welt nicht mehr. Die Psychiater sagen ihm, wir haben einen Auftrag. Wir müssen ihnen schauen. Er ist jetzt einfach dort weggesperrt, eingesperrt, darf niemanden benachrichtigen. Und die Ärzte sagen ihm immer, wir wollen Ihnen helfen, sind Sie vernünftig, Sie haben ein Problem, Sie haben sich verbal nicht im Griff. Okay, er ergibt sich und bekommt einen Zettel, dass er beim Gericht anrufen kann und dort eine Verhandlung beantragen kann, um wieder in die Freiheit zu kommen.
Die Polizisten gehen weg. Hätte jetzt die Nachbarin gesagt, er hat mich bedroht, dann wäre er einfach im Gefängnis gelandet, in Untersuchungshaft. Und da fragen wir uns, hat die Polizei diese Macht? Müssen da nicht zuerst diese Parteien gegenübergestellt werden? Das war doch früher mal so in der Schweiz. Aber das ist nicht mehr so. Es gibt in jedem Kanton ein Polizeigesetz, wo es mittlerweile heißt, die Polizei ergreift selbstständig Maßnahmen, um Übertretungen zu verhindern, um Straftaten zu verhindern. Also bevor etwas passiert, muss sie gemäß diesem Artikel eingreifen. Und das ist in jedem Kanton so. Auch Kanton Bern. Und was steht nachher in der Polizeidatenbank? Bei dem, der in der Psychiatrie ist, steht Psycho-Gefährdungsmeldung. Verbal, emotional, hat sich nicht unter Kontrolle. Und beim anderen steht dann einfach der mit der Drohung, Gefängnis, Zuführung, Staatsanwaltschaft. Jetzt die Polizei. Die hat einfach Macht in unserem Land, wie sie früher nicht hatte. Und diese Meldungen, die die Nachbarn absetzen, heißen ja Gefährdungsmeldungen. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Und es ist ja, ich sage jeweils, wenn jemand seinen Ehepartner loshaben will, macht er doch einfach eine Gefährdungsmeldung. Dann holt ihn die Polizei und die Psychiatrie. Ist auch erledigt. Passiert leider auch. Und das mit dem Hans war eine wahre Geschichte. Der ist wirklich von Thailand gekommen und das ist ihm passiert. Und jetzt diese Gefährdungsmeldungen. Wie verkauft die Polizei das, die Behörde, dass die Leute das überhaupt machen gegeneinander? Da gibt sie, nennt sie ein Zauberwort. Ich nenne es so. Es gibt zum Beispiel die Broschüre, da steht Zivilcourage. Ja. Herausgegeben vom Schweizerischen Kriminalprävention, eine interkantonale Fachstelle der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren, KKJPD. Also die sagen da ganz klar, der Stadtgewaltrundgang zum Beispiel, wofür die Reklamen machen, bietet den Interessierten die Möglichkeit, ihr Einmischen zu trainieren. Das ist Zivilcourage. Und sie macht dann auch noch auf die weitere Lösung aufmerksam und nennt gleich ein paar Therapieorte, wo sich die Leute therapieren können, wenn der eine dem anderen, ich sage jeweils, einen einbremsen will oder Mobbing machen will oder einfach jemanden schlecht machen will. Es ist ja selten so, dass derjenige, der Hilfe braucht, das nicht selber merkt. Und jetzt kommen wir zur Sichtweise der Behörde. Wie läuft das bei denen ab? Die Gefährdungsmeldung ist bei denen integriert im Bedrohungsmanagement. Kennt ihr den Begriff schon, Bedrohungsmanagement? Eher nicht, okay. Ja, das ist so, die Polizei erfasst Personen, die so gemeldet werden, mit diesen Gefährdungsmeldungen als Gefährder. Der Nachbar, der das gemeldet hat, der wird nicht erfasst. Oder nur am Rande. Aber der Gefährder, der jetzt in meinem Beispiel psychiatrisiert wurde, der wird erfasst im Bedrohungsmanagement. Und da beginnt eine Überwachung.
Da fragt man sich natürlich auch, wie überwacht die Polizei jetzt? Wie sehen diese Datenbanken aus? Dazu habe ich auf euren Bank, also auf euren Stuhl, eine Broschüre gelegt. Die kleine. Es steht Schlussbericht drauf. Und da könnt ihr mal auf Seite 12 aufschlagen. Kann man den Beamer noch anstellen? Hier auf dieser Seite 12 seht ihr ein Schema. Habt ihr es schon? Okay. Auf dieser Seite seht ihr mit dem Titel Organisationen und fächerübergreifendes Assessment. Was da wichtig ist, ist, dass die Gefährdungsmeldungen alle bei der Polizei landen. Die meisten Leute meinen, es landet auch bei der KESB. Kann sein, aber die KESB hat die Verpflichtung, das der Polizei zu melden. Oder das seht ihr. Auch die KESB. Schlussendlich landet alles hier bei der Polizei. Das ist jetzt ein Beispiel von Zürich. Aber in Bern sieht es genau gleich aus, überall in der Schweiz. Auch von den Schulen her, Bildungsdirektion, alle diese Meldungen, irgendeiner hat sich verbal nicht im Griff, landen bei der Polizei, ohne dass eine Anzeige geschrieben wurde. Und die sammeln das natürlich und die erstellen Fischen oder Arbeitsregister, sagt man denen in Zürich zum Beispiel, einfach Daten. Sie sammeln diese Daten. Und Staatsanwaltschaft, Gerichte und dann hier auch die Hausärzte sind auch verpflichtet. Über die Gesundheitsdirektion geht es dann zur Polizei. Auf den Dokumenten steht jeweils geheime Empfänger oder darf nicht in den Akten erwähnt werden, steht oben in den Polizeirapporten. Physiotherapeutinnen, alle haben die Verpflichtung, wenn jemand sich verbal nicht im Griff hat, Meldung zu erstatten. Da gibt es so einen schönen Artikel im ZGB, das ist der 443er. Und zum Beispiel Absatz 1, jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis. Absatz 2. Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person erfährt, ist meldepflichtig. Die Kantone können weitere Meldepflichten vorsehen. Oder? Das seht ihr einfach, es landet alles da. Ohne Anzeige, ohne irgendetwas, nur Gefährdungsmeldungen. Und dann könnt ihr auf Seite 16 aufschlagen. Das sieht so aus. Und das erwähne ich hier, weil im oberen Abschnitt steht da, die Analyse von Bedrohungslagen ist polizeiliche Kernarbeit. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass 90-95% der Bedrohungsabklärungen im häuslichen, außerhäuslichen Bereich durch Fachleute der Polizei vorgenommen werden können. Also, da seht ihr es wieder. Da haben wir Polizisten, die sind plötzlich Sozialarbeiter, die sind Familientherapeuten, die können entscheiden,
oder der KESB Beratung geben, ob ein Kind mit Obhutsentzug in ein Heim zu platzieren ist oder nicht. Die Fachstelle ist bei der Polizei und die meisten Fachleute sind hier, 90-95% in der Regel Polizisten. Und da gibt es bei jeder Polizei eine Fachstelle. Da habe ich euch auch ein A4-Blatt hingelegt, ein einzelnes. Und da hat es so verschiedene Fachstellen drauf vom Kanton Bern. Habt ihr das? Ja, genau. Kannst du es mal aufhalten? Habt ihr das da? Oder? Da ist es, die drittunterste rechts. Und das ist manchmal da angegliedert, manchmal dort. Jede Kantonspolizei hat so eine Fachstelle. Dann können wir weiter zu Seite 14 von dieser Broschüre. Das ist dieses Schema. Da seht ihr wiederum, alles landet bei dieser Fachstelle Polizei, wo auch immer die Daten gesammelt werden. Die Polizei schreibt dann hinten, je nachdem oder irgendwo, dass die Zuständigkeit zum Beispiel bei der KESB ist oder bei der Staatsanwaltschaft oder eben bei der Polizei. Sammeln tut es die Polizei. Oft auch, wenn jemand aus der Psychiatrie kommt oder so, geht eine Meldung an die Polizei. Wenn die KESB eine Verfügung macht, geht die Meldung an die Polizei. Dort wird alles schön registriert, aufgelistet, dokumentiert. Oder? Und da haben wir in der... Oft machen sie dann so drei Stufen, die aber fließend sind und je nachdem, wer an der Arbeit ist, auch direkt in die zweite gehen können. Das alles nennt man eben Bedrohungsmanagement, von dem, wo wir jetzt reden. Das gehört alles unter Bedrohungsmanagement. Teilweise heißt es auch Gefahrenmanagement, sind so die zwei Begriffe, die man auch in den Medien hört. An den ETH gibt es zum Beispiel Programme, da werden Unternehmer gebildet, weitergebildet, also Firmeninhaber, dass die selber auch solche Tests mit ihren eigenen Angestellten dann machen können. Wenn einer sich verbal nicht im Griff hat, können auch die so Gefährlichkeitstests im kleineren Rahmen machen. Eines davon ist zum Beispiel das Odara. Oder? Das sind so Computer-Softwareprogramme, wo man Fragen beantwortet. Interessant meistens nicht der Betroffene, sondern ein anderer, ein Ausgebildeter, der das dann für den Mitarbeiter oder die Polizei, für einen, der gemeldet wurde, macht. Es gibt da noch ganz viele verschiedene Programme in den Schulen, meistens das DIRIAS, das dort die Kinder haben, vielleicht noch interessant. Und heute gilt ja alles als Drohung, das ist ja das Schlimme. Und wenn die, wie gesagt, das können Privatpersonen sein oder Amtsstellen mit dem Odara. Wenn es Privatpersonen sind, die dazu an der ETH ausgebildet wurden und sie aufgrund ihres Resultats denken, das könnte eine Gefahr werden in Zukunft mit diesem Mitarbeiter, gehen sie mit dieser Information zur Polizeistelle, zu dieser Fachstelle und die haben dann weitere Softwareprogramme. Und natürlich eben Erfahrungen im Umgang mit Gefahr, mit Bedrohung und so weiter. Und die machen dann hier ein Forensic Assessment. Das ist, Forensik ist so ein Wort für Kriminalistik, für Wissenschaft. Man braucht das in der Spurensicherung, in der Psychiatrie, die mit der Juristerei zu tun hat, auch forensische Psychiatrie.
Das ist einfach immer so mit Kriminalistik im Zusammenhang. Also hier Gefahrenanalyse kriminalistisch. Und auch wieder die Polizei, die dann entscheidet, auch wenn die KESB der Polizei was meldet, ist es im Hintergrund in der Regel die Polizei. Da gibt es dann die Gefahrenabwehr, zum Beispiel den Hans, wo ich jetzt erzählt habe. Da hat die Polizei selber die Maßnahme ergriffen, um die Nachbarin zu beruhigen und ihn in die Psychiatrie gebracht. Dann gibt es das andere, wo man dann sagt, da brauchen wir den Staatsanwalt und das Gefängnis. Dann macht die Polizei die Meldungen an den Staatsanwalt und kommt dann mit einem Hausdurchsuchungsbefehl oder Vorführbefehl nach Hause. Kommt der aus dem Gefängnis, geht die Meldung natürlich wieder zur Polizei, die dann die Gefahrenmanagement hat und wieder hier die Zentralstelle ist für die Datensammlerei. Wie gesagt, der Hans mit der Psychiatrie wäre dann hier gewesen. Und dann kommt es darauf an, wenn er in der Psychiatrie einen Behandlungsplan unterschreibt, bekommt die KESB in der Regel eine Kopie davon, manchmal sogar schon vom Polizeirapport, der berichtet, dass man den Hans von zu Hause in die Psychiatrie gebracht hat. Dort bekommen die KESB und andere Stellen, Gesundheitsdirektion, je nach Kanton manchmal schon eine Kopie. Aber wenn jetzt der Hans in der Psychiatrie da den Behandlungsplan unterzeichnet und mitmacht, in der Regel kriegt dann auch die KESB die Kopie. Bei der Entlassung auch wieder aus der Psychiatrie. Von dieser Verfügung kriegt auch wieder die Polizei eine Kopie. Und auch wieder in der Datenablage Polizei, auch wieder erfasst. Gut, dann können wir noch zum nächsten Schema gehen, auf Seite 18. Das ist heute praktisch in allen Kantonen gleich. Ich habe jetzt einfach da dieses Broschüre vom Kanton Zürich genommen. Sie ist zwar schon 4 Jahre alt, aber es läuft heute noch so. Und alle schauen nach dem Kanton Zürich, auch im Kanton Bern haben die Politiker gesagt, ja, wir müssen das auch so machen, wie das in Zürich läuft. Das ist ein Vorbild dort. Was auch immer mit Vorbild gemeint ist. Nein, sorry, falsches. Seite 18, habe ich gesagt. Okay, das ist das. Und da haben wir den Begriff Bedrohungsmanagement wieder. Oder? Und Gefährlichkeitsassessment und Gefahrenmanagement, also da werden die Leute gemanagt, die Gefährder sind. Vom Hintergrund her. Plötzlich ruft irgendein Polizist an und sagt, wir haben gesehen, Sie haben im Internet einen Kommentar geschrieben. Wir sind beunruhigt über diesen Kommentar. Wie meinen Sie das? Was wollen Sie damit sagen? Alles passiert. Da haben wir jetzt zum Beispiel anstatt das ODARA, das DVRAG, ist einfach ein anderes Programm, das angewendet wird, wenn die Leute gewalttätig in Erscheinung getreten sind oder man behauptet, sie sind, wie auch immer. Und das ist einfach, sagt man in der Regel, die Abklärungsstufen da. Keine Gefährlichkeit, das heißt dann manchmal, Akten sind erstellt, aber offiziell gibt es keine Akten, wenn Sie nachfragen. Und dann kommen wir da zu der Handlungsebene. Das ist dann meistens die Stufe, wo das Volk, die Bevölkerung etwas wahrnimmt. Von den Abklärungen vorher oft gar nichts. Läuft alles im Hintergrund. Und wenn man da nachfragt nach Daten, naja, wir haben nichts,
also jetzt diese Handlungen da unten. Da ist auch wieder dann die Polizei, oder? Hier, die entscheidet über diese Handlungen. Weil es gibt ja diesen Paragraphen. Das sind Gewaltschutzmaßnahmen, also das sind diese Wegweisungen, wo die machen, dass sie sagen, ja, sie sind eine störende Person, sie dürfen jetzt 24 Stunden nicht in diese Gegend kommen oder nicht das Gebäude betreten. Sogenannte Schutzmaßnahmen. Und dann haben wir da Zwangsmaßnahmen, das ist ebenso Einweisung mit fürsorgerischem Freiheitsentzug in die Psychiatrie, wie wir den Hans hatten. Strafrechtliche Weisungen, es können verschiedene Sachen sein, von diesen Rayonverboten oder auch Zwangstherapie, je nachdem, oder bedingte Strafen überwachen, von der Polizei aus, oder? Oder bei Entlassungen im Strafmaßnahmenvollzug. Also wenn jemand noch irgendwie zum Beispiel Halbgefangenschaft oder diese administrativen Sachen, die es gibt, da hat überall heute die Polizei die Finger drin. Dann, wie ich sagte, ist eben mit dem Zivilgesetzartikel, dass jeder dem anderen Hilfeleistung geben muss und der Polizei melden muss, wann er Hilfe braucht, eigentlich auch das Zivilrechtliche ein bisschen unter Polizeigewalt gekommen, was früher gar nicht war. Da gibt es auch diese verschiedenen, da ist der FU, oder der fürsorgerische Freiheitsentzug heißt das mit den Psychiatrien. Da gehören auch die ausländerrechtlichen Maßnahmen dazu. Und dann hier natürlich diese Zwangsmedikation, wo der Hausarzt überwachen muss, aber der Hausarzt muss ja je nachdem auch sofort wieder der Polizei Meldung machen, wenn einer die Medikamente nicht so nimmt, wie er sollte. Ja. Also das Schema, wo wir vorher hatten, oder, waren ja die Hausärzte auch dort drin, wo dann der Polizei Meldung erstatten müssen. Darum sage ich, für mich ist es wirklich so weit, dass wir wieder Fischen haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch zur Seite 25. Habt ihr schon Seite 25? Ja. Für die Familie sieht es dann so aus. Oder Restfamilie, wie auch immer, wenn das Kind zum Beispiel ins Heim verfrachtet wurde oder irgendein Besuchsverbot der Vater oder die Mutter hat, wer auch immer. Und da sind jetzt nicht ganz alle Stellen aufgeführt, die sich in der Praxis allenfalls um eine Familie oder Restfamilie kümmern. Manchmal sind es noch mehr. Aber das ist so der Durchschnittsfall. Also, die haben alle mit einem Fall zu tun. Jeder geht mal in die Ferien, ist schon bald ein Jahr durch, das Besuchsrecht ist immer noch ausstehend, man weiß noch nicht, als Vater oder Mutter darf man das Kind jetzt sehen. Jeder redet ja mit. Ja, oder? Und da sage ich, dann weiß die Familie auch nicht mehr, mit wem muss sie jetzt reden. Auch die Familie dreht sich und wendet sich und versucht bei allen Amtsstellen irgendwie ins Gespräch zu kommen und zu wissen, was die von einem wollen und umgekehrt. Es herrscht einfach ein, sage ich, gegenseitige Kommunikation, die aber schwierig zu koordinieren ist, weil ja alle was zu sagen haben. Oder? Für mich sieht es am Schluss dann einfach so aus, mit diesem Bedrohungsmanagement, wo man Gefahr abwehren will, Kinder wegnimmt, Väter wegnimmt, Mütter wegnimmt,
Oh. Okay, ihr habt es gesehen. Oder? Und das, finde ich, nützt einfach nicht allzu viel. Aber es ist die Praxis, die jetzt da abgeht. Und darum sage ich, wer zum Beispiel Pirmin Schwander unterstützen kann, tut es. Weil das mit Polizei und CRISP, dieses Tandem, ist nicht so ideal. Den Beamer können wir wieder abschalten. Danke. Und jetzt noch zu den Datenbanken von der Polizei. Das ist etwas, das uns auch immer wieder was angeht. Was wir im Allgemeinen kennen, ist ja der Strafregisterauszug. Und wenn man da jetzt googelt, dann sieht man offiziell zwei Varianten. Es gibt natürlich drei. Aber die offiziellen, die heißen Privatauszug und dann der andere, der neue, für Organisationen. Privatauszug für Organisationen. Das ist jetzt eben, wenn ein Arbeitgeber über Sie einen will oder über dich einen will, so einen Strafregisterauszug, dann muss er jenes Formular ausfüllen und dort sind dann ebenso Maßnahmen registriert. Also diese Bedrohungsmanagement, die fließen mit ein in den Strafregister. Je nachdem, wie das Bedrohungsmanagement dann rauskommt. Aber wenn Sie zum Beispiel mit einer schutzwürdigen Person zu tun haben und diese sagt, der hat mich bedroht, dann kann es sein, dass Sie in jenem Auszug Strafregister als Gefährder von einer schutzwürdigen Person kommen. Ist ja wegen den Pädophilen ist das auch gemacht worden. Hat Gutes, Schlechtes, aber es wird übertrieben. Man kommt zu schnell dort hinein und vor allem ist es jetzt einfach so, dass Organisationen, Arbeitgeber, je nachdem, mehr erfahren als die Privatperson selber. Man kann als Privatperson wohl auch dann dort den Registerauszug bestellen und sagen, hier ist die Unterschrift vom Arbeitgeber, er ist einverstanden, dass auch ich das weiß. Oder? Und der dritte Auszug, das ist ja der, wie? Ja. Also der Behördenauszug, und das ist ja auch so eine Sache. Wenn ihr zum Beispiel Polizisten anzeigt, also meine Ex-Kollegen oder ich die, dann ist es so, dass die Staatsanwalt für diese keine Strafregisterauszüge einholt, bis die Anklageschrift am Gericht fertig ist. Also die können 1, 2, 3, 4 Jahre in Untersuchung sein, Strafuntersuchung, haben Blankoregister, wird nicht einmal angemeldet dort, dass die in Untersuchung stehen. Steht aber einer von uns in Untersuchung, wird das dort sofort gemeldet. Für die Behörden. Es sind einfach so diese unterschiedliche Behandlung auch, die wir haben von Staatspersonal und vom normalen Bürger. Und je nach Stellenbewerbung kann das sehr hinderlich sein. Und jetzt, wenn Sie ja, dahin leben und gar nicht so viel wissen, was die Polizei eventuell über Sie schon sammelt und was nicht, kenne ich Fälle, da lief es so, die waren in einer ganz normalen Geschwindigkeitskontrolle drin und dann hat der Polizist so komisch reagiert, hat er mir irgendwann dann angerufen. Und schlussendlich war es auch wieder so ein Fall, wo ein Bedrohungsmanagement pendent war. Der hat Akten, weil er wegen einem Arbeitskollegen wegen Drohung beschuldigt wurde, hat aber nie dazu Stellung nehmen können. Es ging unter das Bedrohungsmanagement. Und warum hat der Polizist so komisch reagiert bei dieser Kontrolle?
Was denkt ihr? Er hat in seinem System hat er sofort ein Zeichen gekriegt, gegen den läuft ein Bedrohungsmanagement. Also wenn ich als Polizist oder die anderen jetzt noch im, wenn jemand angestellt ist als Polizist und der macht seine Kontrollen, schaut im System nach und dann schwupps, oder? Sieht man so einiges über den Führerausweis, Fahrzeugausweis und weiß nicht was alles. Und wenn jemand im Bedrohungsmanagement ist, dann kommt auch sofort die Meldung. Aber der Polizist darf ja der Person nichts sagen, weil vielleicht weiß die gar noch nichts davon. Und derjenige, dem es so gegangen ist, ist dann schlussendlich drauf gekommen, mit mir zusammen und aber auch alleine, weil er wollte dann intern in der Firma, wo er arbeitete, eine Sicherheitsfirma, eine Waffenerwerbschein erwerben, also eine Waffe tragen, eine Stufe höher steigen in dieser Firma. Und das hat nicht geklappt. Dann hat er sich natürlich gefragt, warum, warum. Dann sind eben diese Akten gekommen mit dieser Drohung, Meldung. Ohne, dass es eine Anzeige war, es war nur eine Meldung. Das ist der große Unterschied zu früher mit diesen Meldungen. Das sind nicht Anzeigen, die werden nicht als Anzeigen behandelt, sondern als Meldungen. Und kommen dann in so Arbeitsregister bei der Polizei drin oder andere Datenbanken ablegen, Leger, die einen Polizeikantone haben das noch in Papierformat, die anderen irgendwo eben im Arbeitsregister drin. Es gibt da verschiedene Ablagesysteme. Okay, und jetzt wenn Sie Akteneinsicht wollen in diese Akten, Bedrohungsmanagement oder einfach über sich Informationen wollen, was da abgelegt ist, sei es bei der KESB, bei der Polizei, bei der Gesundheitsbehörde, wo auch immer. Weil vielleicht ein Arbeitgeber, Mitarbeiter oder aus der Familie jemand bei einer Scheidung oder weiß nicht was, eine Meldung über Sie machte. Keine Anzeige, nur eine Meldung. Und dann können Sie normales Akteneinsichtsgesuch stellen. Und oft bekommen Sie dann natürlich die Antwort, dass gar keine Daten da sind. Und vielleicht wissen Sie aber trotzdem, es müssen Daten da sein. Was machen Sie dann? Da gibt es Gott sei Dank auch einen Paragraphen. Weil was viele nicht wussten ist, dass in der gleichen Zeit, wo die Behörden mehr Macht bekommen haben, uns zu überwachen, haben wir Bürger auch mehr Macht bekommen, zu erfahren, was die über uns sammeln. Und das ist der Paragraph 20 Absatz 2 vom Informatik-Datenschutzgesetz. Vielleicht lesen wir den mal zusammen. Kann man wieder den, sorry, Beamer anschalten? Weil das war also im Kanton Zürich, war das im 08. Das Öffentlichkeitsgesetz ist da gekommen und man nennt es Paradigmenwechsel, wo also der Bürger auch Einsicht in seine Daten bekommt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo der Arzt Patientendaten hatte. Das war ja auch sein Gabarett. Bis jeder Arzt erkannt hatte, die Patientendaten gehören nicht ihm, die gehören dem Patienten. Und eine ähnliche Wende haben wir auch mit dem Öffentlichkeitsgesetz bekommen und mit dem IDG abgekürzt, dieses Gesetz, wo nämlich, könnt ihr es lesen? Oder hier. Jede Person hat Anspruch auf Zugang zu den eigenen Personendaten. Da gibt es auf Admin auch ein Formular, wo man schweizweit benutzen kann, unabhängig von Kanton.
Es gibt teilweise auf kantonalen Internetseiten diese ähnliche Formulare, wo sich auf diesen Paragraph abstützen. Selbst die Polizei muss sich auf diesen abstützen, in Verbindung mit Polizeiartikel, logisch. Aber der ist hauptsächlich in Diskussion, dieser Absatz 2. Und den könnt ihr schweizweit eigentlich benutzen. Das geht sogar so weit, dass man das Recht hat, dann die unrichtigen Daten zu korrigieren, zu ergänzen. Im Kanton Zürich hat der Datenschutz und die Ombudsstelle mit der Stadtpolizei einen Deal ausgehandelt, dass wenn der Bürger nicht einverstanden ist mit diesen Polizeirapporten, was leider sehr oft der Fall ist, Ergänzungen schreiben kann. Also die Polizei in Zürich Stadt muss das akzeptieren mittlerweile. Weil der Datenschutz und die Ombudsstelle haben das fertiggebracht, weil es gab zu viele Reklamationen vom Bürger. Und auch Versicherungen können ein Lied davon singen, betreffend die Unfallrapporte. Was da zusammengelogen wird, das ist unglaublich. Teilweise schreibt ein Polizist, der im Backoffice war, den Rapport für die, die an der Front waren. Und. Also da gibt es ganz Wüstes. Und ich hoffe, andere Kantone machen das nach, dass die auch so werden. Also das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Dass ihr da auf den Paradigmenwechsel aufmerksam macht und sagt, hey, in der Verwaltung alles, was mit meiner Person zusammenhängt, ob jetzt das oder mit meinem Mensch, wie auch immer, einfach mit mir, das sind Personendaten. Das sind meine Daten, wie die Patientendaten, das sind meine Daten. Oder? Es gibt wohl ein Zauberwort wieder bei unserem Lebenssystemleuten. Die sagen dann einfach, sind interne Verwaltungsdaten. Oder? Und da sind wir einfach immer auch noch am Streiten. Also ich habe jetzt da selber verschiedene Verfahren offen. Kantonal sieht es nicht schlecht aus. So habe ich jetzt zum Beispiel über diese Bedrohungsmanagementakten, die sie auch gegen mich gemacht haben, habe ich eigentlich volle Einsicht gekriegt. Auf kantonaler Ebene habe ich da gewonnen gegen Stadt- und Kantonspolizei Zürich. Hängig ist jetzt am Bundesgericht, mal sehen, was die machen. Wir hoffen da einen Leitentscheid zu erreichen, dass jeder Bürger in diese geheimen Bedrohungsmanagementakten Einsicht bekommt. Wir finden das ein Skandal, was abgeht. All diese Meldungen ohne Anzeige, ohne rechtliches Gehör. Man weiß, manchmal sagen sie einem nicht einmal, wer die Meldung erstattet hat. Zivilcourage. Datenschutz gilt dann für die, oder? Aber für der gemeldet wurde, überhaupt nicht. Der wird nicht geschützt vor den anderen. Muss man nur noch irgendeinen Polizist erwischen, der daran noch Freude hat oder sonst irgendwie mit den Beziehungen etwas nicht ganz koscher ist. Und dann ist man einfach der Querulant, kann jeweils ab und zu gar keine Anzeigen mehr machen. Weil sobald die im System schauen, wenden Sie sich direkt an die Staatsanwaltschaft, bitte. Ja. Und vieles ist einfach wegen diesem Bedrohungsmanagement, wo Meldungen erfasst werden und oft gar keine richtigen Verfahren. Also wie der Hans, der hatte keinen Richter, keine Befragung, konnte zu der Behauptung der Nachbarin, er würde verbal Kinder belästigen oder Nachbarn belästigen, konnte rechtlich gar nicht Stellung nehmen dazu. Und das muss aufhören. Und das ist einfach der wichtigste Paragraph da. Sie kommen dann jeweils mit dem 23er. Oder? Und da sagen sie dann wieder,
Wir können das einschränken, das öffentliche Interesse überwiegt, die Sicherheit der Öffentlichkeit überwiegt, bla bla bla. Aber es ist jetzt einfach streitig, aber wir sind der Meinung, dass das Grundrecht Meinungsbildungsfreiheit überwiegt und dass diese Grundrechte der Meinungsbildungsfreiheit wirklich nur dann eingeschränkt werden könnten, wenn die Grundrechte anderer eingeschränkt betroffen sind. Das Gleiche, meinen wir, ist auch bei Staatsangestellten der Fall. Nur weil es dann rauskommt, wer von den Staatsangestellten falsche Daten erfasst hat und vielleicht unberechtigt bearbeitet hat, heißt das noch lange nicht, dass die Öffentlichkeit betroffen ist und die diese Daten von uns nicht rausgeben dürfen. Oder? Weil wir müssen ja genau wissen, welcher von den Behördenangestellten hat unsere Daten wann, wo, wie bearbeitet, wozu. Was ist denn das? Die betroffene Person kann vom öffentlichen Organ verlangen, dass es das widerrechtliche Bearbeiten von Personendaten unterlässt, die Folgen des widerrechtlichen Bearbeitens beseitigt, die Widerrechtlichkeit des Bearbeitens feststellt. Also auch der Bürger ist mündiger geworden. Nicht nur die Überwachung ist größer, sondern auch unsere Möglichkeiten, wir müssen es nur noch umsetzen und packen und natürlich die Leitentscheide beim Bundesgericht hinkriegen. Oder in kleinen Gemeinden braucht es keine Bundesgerichtsentscheide. Da kann man manchmal immer noch mit den Leuten reden und sagen, du, hey, da haben wir auch einen anderen Artikel, der für uns ist. Hör auf mit der Geheimniskrämerei, vor allem mit CRISP und Familien und diesen blöden Zwangsmaßnahmen. Die müssen das offenlegen. Einfach nicht aufgeben und immer wieder nachfragen. Ja, und jetzt bin ich eigentlich mit dem Hauptprogramm schon durch. Jetzt weiß ich nicht, wegen der Pause, wo ihr gesagt habt, 10 Minuten, würde das gerade passen? Ja. Soll ich noch ein Schlusswort von meinem Vortrag jetzt machen, oder? Wie? Nach der Pause, gut. Machen wir jetzt eine Pause in dem Fall. Ist gut. Okay. Ich bin jetzt gerade in der Pause noch gefragt worden, wie das denn genau ist mit dem Strafregisterauszug. Da habe ich gedacht, können wir gerade miteinander da im Internet schauen und da sehen, da können wir es lesen. Die zwei Auszüge. Das gibt es schon seit dem 1. Januar 2015, wissen auch die meisten nicht, ich habe es zuerst gar nicht gemerkt. Also, da sieht man es, oder? Der klassische Privatauszug bisher und der Sonderprivatauszug. Das ist eben der für Arbeitgeber, für Organisationen, die mit schutzwürdigen Personen zusammenarbeiten. Dass wenn jemand, der wegen Pädophilie eine Strafuntersuchung hatte, kein Urteil bekommen hat, aber eine Massnahme. Und die Massnahme heisst, vielleicht ihr müsst einmal in der Woche zum Therapeut. Und die geht ja mindestens 5 Jahre und das kann dann eine Story sein von 30 Jahren. Und da müsste diesen Arbeitgeber den Sonderauszug bestellen oder der, der sich bewirbt und so eine Pädophilie-Geschichte hinter sich hat, aber kein Urteil, nur eine Massnahme, da die Linie fahren. Und da steht eben schutzbedürftige Personen. Oh ja, ich sollte Hochdeutsch reden, danke. Also. Und die schutzbedürftigen Personen können natürlich auch Kinder sein mit Obhutsentzug, wo man von bösen Eltern wegnehmen musste, wer auch immer schutzbedürftig. Ältere Leute, die mit 70 ins Heim gebracht werden müssen, weil vielleicht die Gemeinde gemerkt hat, da ist noch was Geld zu holen, etc. Ja, leider auch passiert. Und
Da sehen wir dann weiter zum Sonderauszug. Eben Berufsverbot, Tätigkeitsverbot, Kontaktverbot, Reiherverbot sind eben diese Reiherverbote, die für die ersten paar Tage oder bis zwei Wochen die Polizei ausstellt, nachher die Staatsanwaltschaft, eventuell auch noch ein Gericht. Die müssen dann diesen Sonderauszug bringen können, diese Personen, wenn sie wieder mit Kindern arbeiten wollen. Gut und negativ hat natürlich beide Seiten, wie alles. Und dann wurde ich auch noch gefragt wegen dem Bundesbrief, was ich darüber sagen möchte oder was zu sagen hätte. Für mich ist der Bundesbrief noch heute etwas vom Besten. Eigentlich wäre darin auch die Haftung geregelt, dass jeder mit Haus und Hof haftet für den Schaden, den er anderen zufügt. Und das würde eigentlich auch bedeuten, Staatsleute, die uns Schaden zufügen, die sollen dafür haften. Also in diesem Bundesbrief wird da kein Unterschied gemacht zwischen Staat und Bürger. Und auch wegen den fremden Richtern. Beispiel wieder von Pirmin Schwander, er hat es ja fertiggebracht, dass in einem Kanton jetzt nicht mehr die kantonalen Behörde für die KESB zuständig ist, sondern wieder die örtlichen Gemeinden. Aber das sind so Sachen. Oder das Ähnliche, was Bürger für Bürger macht, Dr. Erb, was die Schulen betrifft, haben wir ja auch das gleiche Problem. Lehrplan 21 im Sinn der Globalisierung, UNO-Programm oder Schweizer Programm, herkömmlich regional, örtlich, gemeindespezifisch, auch in Bezug auf die Sprachen. Und auch dort sind Schweizer aktiv. Es hat dort einige Leute bei Bürger für Bürger, die bereits erreicht haben, dass in gewissen Kantonen der Lehrplan 21 nicht eingeführt wird. Ja. Also die Schweiz erinnert mich vom Zustand her ganz, ganz extrem an die Zeit 1291 bis 1331. Da hat die Schweiz auch gemerkt, es gibt zwei Schienen. Entweder unterstehen wir weiter der Herrschaft Rom mit den Klöstern, Habsburg und so weiter, oder wir bilden regionale Gruppen und schauen für uns selber und regeln auch die Schadenersatzpflicht, alles unter uns. Ebenso das mit den Richtern. Die Richter wurden nicht bezahlt, wie wir es heute haben. Das mussten ehrenhafte Leute sein vom Volk. Und auch dort, meinte ich, gäbe es heute wieder Verbesserungsmöglichkeiten, dass man einfach sagen würde, auch wieder Richter ohne irgendwelche juristische Studium, solche, die integer sind und in der örtlichen Gemeinde vom Volk wirklich respektiert sind. Und das Rechtssystem, alles ist eigentlich in diesem Bundesbrief schon drin. Es bräuchte gar nicht viel mehr. Danke. Und es gibt bereits amerikanische Journalisten, die das auch aufgegriffen haben. Das ist zum Beispiel hier einer. Habe jetzt auch vom Internet. Und das ist ein Foto, wo man sagt, das ist das CIA-Headquarter im Genfersee. Auf Deutsch, das ja, was heißt Headquarter auf Deutsch? Hauptquartier vom CIA. Ich im Ganzen. Ja, sagt da der Journalist. Und der ist noch nicht verhaftet worden.
Oder wir haben ja jetzt das CIA-Gebäude in Bern. Kein Märchen, es ist ja so, wir haben Thuno in Genf. Ja, richtig. Also wir haben wirklich die globalen Institutionen in der Schweiz. Keine Ahnung, ich habe einfach gehört, der Hitler hat einmal in Zürich gewohnt. Ich weiß es nicht, für mich ist es einfach. Das ist von der Schweiz. Obama hat Kerzes, das ist einfach da. Okay. Ja, jetzt hat es wieder rausgetatscht. Also, ich sage mal einfach, ich sage immer wieder, das Gute und das Böse, das hängt irgendwie zusammen, für mich. Tag und Nacht, das Dualitätsprinzip. Also, dort, wo viel raffiniertes Böses ist vom System, ist auch sehr viel Gutes. Sonst gibt es Krieg, Unruhen. Das ist meine Logik. Und in der Schweiz haben wir wirklich, ich sage, die eine oder die beste Mafia der Welt für mich. Weil wir haben die Polizei in Rom, wir haben die Schweizer Garde. Und der Papst hat das größere Sicherheitsdispositiv als der amerikanische Präsident. Also die Schweizer Polizei mischelt da weltweit mit in dem Sicherheitsdispositiv von allen Gebäuden, wenn der Papst dort ist. Wir haben ja, da wirklich halt, sage ich auch, sehr viel bodenständige christliche Richtungen, Naturmenschen, solche, die wirklich auf sich selber zählen, wie ihr hier heute. Die Regionalen, die sich wieder selber versorgen wollen, die merken, hey, hallo, es gibt nur die zwei Wege, entweder Globalisierung, Weltherrschaft, Weltsystem oder regional selber für sich schauen. Und das meinte ich, war eben 1291, 1341 auch so ähnlich. Dieser Journalist heißt David Chase Taylor. Er hat für Asyl in der Schweiz angefragt, hat es natürlich nicht bekommen, ist Amerikaner. Von der Kultur her Maya-Kultur. Und er hat da die Geschichte beschrieben, wie 1331 eben die vom Templerorden, Spy-Orden, also Freimaurerlogen im weitesten Sinn, dann wieder in die Schweiz sich eingeschlichen haben. Und das ist für mich so auch wieder die Erklärung, das Kraut wächst mit dem Unkraut oder das Unkraut mit dem Kraut. Es gehört auch in der Politik die Richtung seit eh und je dazu, die eigentlich die Welt beherrschen will. Und die andere Richtung, die sagt, nee, wir wollen nur hier in Frieden miteinander leben, wir wollen nicht übergroß profitieren, wir wollen einander dienen mit unseren Talenten, selber produzieren. Mehr braucht man doch nicht, um glücklich zu sein. Oder? Und da denke ich auch, das ist natürlich die Lösung für die Schweiz. Und da habe ich auch mit Politikern geredet, sie haben teilweise gesagt, wir dürfen gar nicht sagen, was da in Bern alles läuft. Man hört einfach von europäischen Werten, nicht von schweizerischen Werten. Oder? Und das ist eine große Gefahr. Da meint ihr, sind wir wieder an einem Entscheidungspunkt, wo es heißt, entweder UNO oder national, regional sich organisieren. Ich bin natürlich dafür, für die bodenständigen, alten, guten Werte, wie es auch in der Bundesverfassung ist und in der Justiz eigentlich mal war, dass man sagte, man geht vom Guten im Menschen aus. Man glaubt an einen allmächtigen Gott, der gut ist. Darum hat man auch immer wieder den Verurteilten eine Chance gegeben. Man denkt nicht, dass er in Zukunft wieder Schlechtes tut. Man gibt immer wieder eine Chance.
Und das geht in Richtung Toleranz, Individualismus, Grundrechte, Freiheitsrechte, Meinungsäußerungsrechte, für die wir heute sehr, sehr kämpfen müssen. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, es gibt diese Kämpfer. Sei es bei den Lehrern, sei es bei den Juristen, bei den Bauern, beim Einzelnen, bei uns allen. Und da ist jeder selber verantwortlich. Und darum habe ich gesagt, ich fühle mich wirklich sehr geehrt, heute bei euch reden zu dürfen. Weil das sind die Menschen, die die Säulen der Gesellschaft sind. Das andere, die Globalisierung, die Machthaber, die die Welt beherrschen wollen, mit ihren Banken und alles, das wird nie auf einen grünen Zweig kommen. Das macht so, so, so. Ich habe mal Leute gehört, die haben gesagt, je höher die Häuser sind, umso tiefer ist der Fall. Viele Banken haben sehr hohe Gebäude und die haben auch schon Krisen durchgemacht, wie die UBS. Raiffeisenbank noch nicht so groß, aber die haben auch nicht so hohe Häuser. Also ist jetzt immer wieder so eine ganz banale, einfache Sache. Und da seht ihr meine Homepage, da habe ich eben bei den Links dieser Link drauf mit dem Headquarter, also mit dem Hauptquartier beim Genfersee unten, dort sind Tunnel dokumentiert, die nach Frankreich gehen, die nach Italien gehen. Man kann das versuchen zu überprüfen, muss jeder selber wissen, ob er die Zeit investieren will. Es erklärt für mich einfach, dass eben Kraut und Unkraut, Individualisierung, Globalisierung, wir haben beides so ein bisschen in der Schweiz. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr sophisticated, also wirklich sehr gut präsentiert und auf einem sehr hohen Level. Und da habe ich einfach verschiedene Fälle drauf. Ich habe noch einige andere, die ich auch draufsetzen sollte. Das, was einheitlich ist, ist, ich habe bei diesen Leuten einfach überall das rausgeschnitten, was mit diesen Polizeiaktionen zusammenhängt und irgendwie mit diesem Bedrohungsmanagement, diesen geheimen Daten. Das hier ist zum Beispiel ein Lehrer, dem ist auch die Hans-Story passiert, auch plötzlich die Sondereinheit vor der Tür gewesen, ihn rausgeholt, an den Boden gefesselt, Haus durchsucht etc. Er musste dann nicht mitgehen, sie haben ihn dann wieder zu Hause losgelassen. Aber er wusste am Anfang nicht, was los war. Dann war ich schlussendlich in der Schule eine andere Lehrerin, die bei der Polizei die Gefährdungsmeldung über ihn gemacht hatte. Und er wollte beim Lehrplan 21 nicht mitmachen. Das war der Grund. Oder ist von Basel Lehrer H. Da haben sie mich dann zuerst auch verurteilt, weil ich Kommentare geschrieben habe und seinen Fall auf meiner Homepage habe. Jetzt wurde das gegen mich wieder eingestellt. Und der Herr Rutz, der auch solchen Leuten hilft, auf rutzkinder.ch, der ist jetzt, weil er dem Fall diesem Lehrer H. geholfen hat, also auch während der im Knast war, einfach auf der Homepage präsentiert hat, Leute aufgerufen hat, hey, schreibt dem, geht den besuchen, oder? Gegen den ist jetzt ein Strafbefehl von 10.000 Franken hängig. Er habe die Staatsanwältin verleumdet. Oder er hat aber alle Akten von diesem Lehrer H. angefordert, gesagt, hey, ich will die Akten sehen, will mich selber überzeugen, was Sache ist. Und er hat dann natürlich diese Staatsanwältin, wie auch ich, als Lügnerin bezeichnet, und das alleine genügt natürlich schon, dass man so ein blödes Verfahren am Hals hat. Das also einfach die anderen Fälle. Und Überwachung, Prävention habe ich da noch ein Menü. Da könnt ihr das mit dem Bedrohungsmanagement ein bisschen nachlesen. Und diejenigen, die Kinder haben, einfach das DIRIAS ist da sehr aktuell, das wird in den Schulen
in der ganzen Schweiz angewendet. Das kommt von Deutschland, Jens Hofmann. Und da gibt es, ich glaube sogar, genau, das ist dann ein Video, wo das DIRIAS präsentiert wird, wie die Polizei das in den Schulen einsetzt. Also da werden einfach die Schüler auch präventiv durch Tests durchgejagt. Manchmal merken das die Kinder, was das ist, dass es so ein Test ist, manchmal nicht. Es läuft teilweise wirklich einfach so ziemlich geheim, in Anführungszeichen, für die Prävention. Das ist ja immer wieder das Zauberwort Prävention. Sicherheit. Also. Und da habe ich noch ein paar Beispiele über Polizei und Psychologie. Oder das sind so eigene Videos und auch andere. Das ist so einer, der am besten die Sache erklärt, wie die Polizei arbeitet. Dann kann man den nicht größer kriegen. Sie haben ihn dann vom, ja, rechts oben vom Bild. Er ist eben nicht mehr auf YouTube, er ist nicht mehr auf, ah, da. Ja, er ist einfach immer so gut. Solches habe ich auch auf meiner Homepage drauf. Weil die Polizisten haben eines an sich, sage ich, die meisten sind einfach faul. Oder? Und für die ist das natürlich ein Willkommensgeschenk, dass mit diesen neuen Polizeigesetzen, wo sie einfach die Leute relativ einfach schnell psychiatrisieren können und wenig zu schreiben haben. Die eine Seite, und was ich dann auch gemerkt habe aufgrund meiner eigenen Geschichte, wo ich gemerkt habe, ich habe wirklich nur und ausschließlich mit meinen Arbeitskollegen immer wieder Anstände und sonst mit keiner Berufsgruppe, wirklich nur mit denen. Und dann hat in einem Workshop einer mal zu mir gesagt, der Workshopleiter, vielleicht bist du mit den falschen Leuten zusammen. Habe ich gedacht, ja okay, ich merke schon, dass ich auch nach 16, 17 Jahren irgendwie doch nicht ganz hineinpasse. Und da habe ich das gemacht, was der Thomas eingangs erwähnt hat. Ich habe dann diesen Charakter versucht zu verstehen. Und dann bin ich in meinen Recherchen einfach wieder auf den Punkt gekommen, das alte Hippokrates-System mit den vier Grundtypen, Talenten, wo es ja auch in der Medizin überall gibt, hat was an sich. Es ist überall die Jahrtausende immer wieder gekommen. Man braucht es teilweise heute noch. Und es gibt auch Firmen wie Victorinox, die wenden auch so ein Vier-Temperamenten-System bei der Mitarbeiterführung an, um die Leute optimal zu platzieren innerhalb der Firma, dass man sich mit den Talenten ergänzen kann. Und dann habe ich einfach meine Kollegen und mich analysiert in solchen Workshops vom Karl Pilsel, wenn jemand ihn kennt. Und da habe ich gemerkt, also die meisten Polizisten sind Choleriker, nach dem Hippokrates-Modell. Und das muss ich einfach sagen, ist leider, denke ich, noch heute so. Arbeiten eher oberflächlich. Einfach ihr Talent. Machertypen, schnell, cholerisch, eben, je nachdem, handeln sofort. Ohne in die Tiefe zu gehen, ohne lange abzuklären. Und was auch noch sehr interessant ist, hat ein anderer Profiler, der Dan Corim in den USA beim FBI ermittelt, dass bei den Amokläufen meistens irgend so ein Choleriker dabei war, der halt die anderen unterdrückt hat. Diejenigen, die sich bei Scientology ein bisschen auskennen, dort heißen diese Choleriker-Unterdrücker. Bei den Buddhisten heißen diese Menschen, die immer anderen schaden, weil auch der Buddhismus hat ja die vier verschiedenen Typen. Praktisch jede Religion. Wir haben die vier Evangelien.
Dann gibt es vier Himmelsrichtungen, es gibt vier Elemente. Es hat einfach mit der Natur, mit Mensch irgendwie einen Zusammenhang. Auch in der chirurgischen Medizin spricht man von vier körperlichen Typen. Oder mit dem Leptosom und die anderen Pycnica. Und das habe ich dann in meinem Buch, Guidebook, das ich selber geschrieben habe, habe es dort aufliegend zusammengefasst und eben das eigene System entwickelt, wo man wirklich mit vier Fragen, einer von diesen vier Temperamenttypen herausfinden kann, weil ich bin davon überzeugt, dass wir alle von diesen vier Grundtypen in uns haben, aber dass wir bei ganz extremen belastenden Situationen halt dann eines der vier Grundtypen hervorbricht. Das Haupttalent, das uns einfach in die Wiege gelegt wurde. Ich sehe das ein bisschen so und ich habe da wirklich Recherchen gemacht von 1997 bis 2011. Und im 2011 Sommer hatte ich das dann in Kalifornien beim Brian Tracy vorgestellt, im Hinblick eben auf einen kleinen Fernsehauftritt und das Buch zum Mitschreiben bei ihm, weil jedes Buch, das er veröffentlicht, wird einfach ein Bestseller. Und er hat dann mein Projekt und diese Sache, wo ich da geschrieben habe, gut geheißen, hat gesagt, ja, mach weiter, ich finde es gut, es wird funktionieren. Und ich habe wirklich bis jetzt, jeder, der diese vier Fragen gemacht hat, noch nie Reklamationen bekommen. Die haben alle gesagt, hey, es stimmt. Und es war teilweise so, dass ich jemandem anderen, wenn er gefragt hat, was meinst du, welches Haupttalent von den vier bin ich? Dann habe ich gesagt, du mach den Test, weil ich kann auch falsch sein. Bei einem ganz guten Kollegen war ich selber falsch. Und darum sage ich auch, jeder soll selber sich einschätzen und seine Haupttalente selber finden. Das ist immer noch das Beste. Und das Guidebook heißt dort Menschen führen Menschen. Und eben wie gesagt, am Schluss hat es drei Seiten und dort sind die Fragen und die Antworten drauf. Weil es funktioniert einfach. Und ich habe wirklich manchmal analysiert, wenn ich mit der Pistole die Leute bedrohen musste oder so ernsthafte Situationen. Ich habe nur immer vier Grundmuster gesehen von den Reaktionen her. Und die meisten kennen wahrscheinlich das Hippokrates-Modell mit dem Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker und Melancholiker. Und die anderen haben andere Ausdrücke. Der Buddhismus hat andere Ausdrücke, aber es sind auch wieder vier. Chinesische Religion auch. Das Disk-Modell auch, all das Zeugs. Und ja, eben die Polizisten sind die meisten Choleriker oder Phlegmatiker. Und die Melancholiker und Sanguiniker fehlen und das sind die zwei Typen, die in die Tiefe gehen. Melancholiker in anderen Systemen der Buchhaltertyp, die gehen in die Tiefe. Wenige Polizisten sind das. Ich bin ein Melancholiker-Typ und darum war ich dann auch bei den Ermittlern. Die letzten 6 Jahre von der Polizeizeit habe ich als Ermittler gearbeitet. Und die Sanguiniker sind die feurigen Familienmenschen, die können sehr vernetzt denken. Solche gibt es bei der Polizei auch weniger. Es ist natürlich auch von der Gesellschaft so gewollt und von der Polizei selber, dass man bei der Polizei Leute will, die zupacken können. Es sind ein bisschen beide Seiten, die diesen Typ von Polizist ein bisschen fördern. Und dann meine eigene Geschichte habe ich auch auf dieser Homepage ein bisschen drauf. Ich habe ja eigentlich eine beispielhafte Karriere gemacht. Aber ganz normale Prinzipien haben am Schluss wieder zugeschlagen. Ich sage, ob es die Elisabeth Kopp war oder sonst die erste weibliche Anwältin in der Stadt Zürich, wurde als Hexe verbrannt. Es ist halt immer noch so, ob Mann oder Frau, wenn einer eine Pionierarbeit leistet,
dann muss er auch das Negative dazu nehmen. Ich habe dann auch ein Mobbing erlebt, vom Gröbsten. Wurde schlussendlich von zwei Kollegen so verprügelt, dass ich eine Hirnerschütterung habe. Bewusstlos war kurze Zeit, ich mich nicht mehr daran erinnern mag, wie es genau abging. Wirbelsäule operiert, Schulter geschraubt. Sagen natürlich noch heute, du bist selber schuld, du hast dir das selbst zugefügt. Ja. Die haben mir den Lohnausweis auf dem falschen Namen ausgestellt, im Lauf des Mobbings. Ich hatte eine Scheidung gemacht, gekündigt. Und dann musste ich den Lohnausweis noch haben und ich habe denen noch vom Zivilstandsamt den beglaubigten Ausweis, also amtlichen Auszug geschickt und gesagt, hey, ich heiße dann wieder Brunschwiller, schickt mir den Lohnausweis auf Brunschwiller. Die haben dann den auf den Namen vom Ex geschickt. Und das lauter solche Spielchen. Ich habe jetzt zum Beispiel vor einem Monat das Arbeitszeugnis auf den richtigen Namen bekommen vom 2010, vom 93 bis 10. Das hat eine politische Intervention gebraucht. Die Gemeinderätin hat, eine Gemeinderätin von Stadt Zürich, hat da interveniert. Andere Amtsstellen und ich, wir haben nichts erreicht. Wir haben einfach gesagt, du kriegst jetzt das Arbeitszeugnis auf den Namen vom Ex fertig. Obwohl, eben, zivilstandsamtlich alles war ja da. Und ich sage, das sind einfach häufig halt die Behörden, die Querulanten. Erinnert mich einfach auch wieder an das cholerische Typenmodell. Viele, die jetzt in dem System noch mitmachen, sind ein bisschen Machtpersonen. Systemgetreu. Die brauchen Streit, dann sind sie glücklich und sonst nicht. Und zurück zu meiner Geschichte. Als ich da eben gesagt habe, ich will den Lohnausweis auf den korrekten Namen, hat das ein Hin und Her gegeben. Ich habe dann gesagt, ja, wollt ihr eigentlich, dass ich mich umbringe? Ist es besser, wenn ich tot bin, anstatt mit euch noch lange zu streiten? Es gibt ja einige Polizeikollegen, die haben sich selber umgebracht wegen eurem Mobbing da in der Stadt Zürich. Wollt ihr das Gleiche mit mir machen? Und aufgrund dieses Mail, wo ich geschrieben habe, sind sie eben zu mir nach Hause gekommen und haben mich dann einfach verprügelt. Als ich hinausgehen wollte, ich gehe jetzt da nicht in die Details, ich wollte einfach aus dem Haus gehen, weil die anderen draußen miteinander zu reden begonnen hatten. Und als ich oben auf der Treppe war, hat der eine Kollege mir einfach den Arm, die Hand vors Gesicht geschlagen und nachher weiß sie nichts mehr, bis sie unten auf der Treppe verwach und beide prügeln auf mich ein. Und irgendwie hat der mich umgedreht und auf den Treppen hatte es einen größeren Kristallstein, auf diesen muss ich gefallen sein, so sagt zumindest auch das biomechanische Gutachten, weil die äußere Hautverletzung am Rücken passt genau auf diesen Stein. Und da wurde eben die Wirbelsäule beschädigt, da habe ich manchmal heute immer noch Probleme, dass mir die Hände einschlafen und so weiter. Also auch 5 Jahre danach kriegen wir noch in die Physiotherapie. Suva hat alles anerkannt, aber die lieben Polizeikollegen sagen einfach, dass du dich selber zugefügt. Und die Gerichte bis jetzt auch. Da bin ich noch dran. Da ist jetzt momentan Obergericht, warte ich auf das begründete Urteil. Nachher gehen wir ans Bundesgericht. Und die zwei Polizisten sind doch befördert im Dienst. Ja. Und da waren jetzt ich habe auf der Homepage ja auch noch so andere Polizeigeschichten. Da ist zum Beispiel auch in Deutschland der Fall Wörz, auch so ein Paradebeispiel. Da wurde die Polizistin während dem Dienst von einem Arbeitskollegen so verprügelt, dass sie heute hirngeschädigt im Rollstuhl ist. Ja. Und ein Falscher ist dann 4 Jahre gesessen.
der kämpft heute noch für Schadenersatz und der Richtige, der Täter, der Polizist, ist auch befördert worden im Dienst. Also das ist so das Verhältnis in der Polizei zwischen Mann und Frau. Je nachdem noch immer Brutalität bis zum geht nicht mehr. Und wenn es wirklich um körperliche Gewalt geht, sind halt wir Frauen immer noch unterlegen. Das ist einfach so. Ich kenne das ja vom Sport. Ich habe ja, wie Thomas gesagt hat, vollberuflich Skiunterricht erteilt. Also ich habe über 1000 Leuten das Skifahren beigebracht. Bis 31 war ich immer, oder meist im Winter im Ballis am Skiunterricht geben. Auch im Sport. Wenn es um Kraft geht und Mann und Frau trainiert ist, der Mann kriegt mehr Kraft auf die Skier. Ist einfach so. Und das ist leider das, was intern einfach noch nicht so gut ist. Und das passt aber auch wieder zum Choleriker-Typ, Machtmensch, wo ja, einfach diesen Streit braucht und das Machtgefüge, was jetzt momentan natürlich sehr geeignet ist mit unserem System, wo wir haben. Und dieser Franz Martin, das ist auch ein Polizist, der wurde auch in Deutschland ähnlich wie ich ausgemobbt. Also in Deutschland gibt es 5 Polizisten, die eigentlich das machen, was ich mache. Denen ging es allen auch so wie mir. Und ja, ich sage, meistens kommt die Veränderung von innen. Also der Luther, der die Bibel übersetzt hat, ist ja auch so ein Beispiel. Er kam von der Kirche und hat die Bibel übersetzt. Die Leute konnten lernen zu lesen. Und ich denke auch, so eine Justizreform oder Veränderungen in der Justiz, in der Polizei, müssen halt von Polizisten kommen. So wie zum Beispiel die Frau Dr. Regina Möckli. Ich habe sie hier bei den Psychiatern auch absoluter Spitze ist. Und einfach in dieser forensischen Psychiatrie nicht mitmacht, alle Ausbildungen dazu hat, aber ganz bewusst sagt, das ist sowas von schräg, diese forensische Psychiatrie, die nur quasi schlechte Prognosen gibt, die einfach auch psychische Erkrankungen, Diagnosen, Befunde ganz anders subsumiert. Also zum Beispiel, je nach Beurteilung kann jemand sagen, das ist eine Angststörung, jemand hat Angst, dann ist das so, dass er wegen Verdacht Herzinfarkt oder so ins Spital eingeliefert werden muss, weil das Herz, die Psychosomatik einfach spinnt durch die Angststörung. Jetzt, wenn das aber ein forensischer Psychiater ansieht, kann es sein, dass der dann sagt, das ist psychotisch oder das ist hysteronidisch, also ist eine hysterische, querulatorische, paranoide Erscheinung mit psychotischem Zustand. Und sie spricht da Klartext, sie ist absolut Profi. Und sie hat gerade auch in meinem Fall Stellungnahmen zu Gutachten geschrieben, die reine Gefälligkeitsgutachten waren, als ich sie persönlich noch gar nicht kannte. Hat sie diese Arbeit auf sich genommen und dann am Bundesgericht die Wende betreffend die Gefängniszeit von mir erwirkt. Weil ich war ja dann auch 11 Monate im Gefängnis, weil die lieben Kollegen, die mich verprügelt hatten, haben dann andere Polizisten auf mich angesetzt. Mit dem Bedrohungsmanagement, darum kenne ich das ja so gut. Oder? Weil ich habe natürlich, logisch, habe ich gesagt, also wenn ihr mich wieder verprügelt, irgendwann schlage ich zurück oder verschieße euch. Also alles lasse ich mir nicht gefallen und nicht zweimal vom Gleichen. Und diese Aussagen haben dann so dazu geführt, dass die gesagt haben, so und jetzt wirst du forensisch-psychiatrisch im Gefängnis abgeklärt. Und dann haben sie mich ja 11 Monate, bis ich ans Bundesgericht ging, einfach in den Zürcher Gefängnissen, Anstalten herumgeschoben. Gleich nach der Rückenoperation, nach der Wirbelsäule, wo der Chirurge noch gesagt hat, ich dürfe mich nicht extrem beugen und wenn ich in diese Betten da im Gefängnis wollte, musste ich mich extrem beugen und
ich habe dann nur noch gezittert vor Schmerzen und habe keine Schmerzmittel bekommen. Alles, was ich an Schmerzmittel bekommen hatte, waren Kopfschmerzmittel. Und nachdem sie mich dann während der Gefängniszeit das zweite Mal zwangspsychiatrisiert hatten und die Psychiatrie gesagt hat, hey, das ist ein Schmerzpatient, dem müsst ihr Rückenschmerzmittel geben, habe ich dann Rückenschmerzmittel bekommen. Und da habe ich persönlich jetzt im Gegensatz zu anderen mit Zwangspsychiatrie eigentlich gute Erfahrungen gemacht, weil die haben dann auch den Besuch während der Gefängniszeit zum Chirurgen organisiert, Wirbelsäulenchirurg, was der Chef vom Amt für Justizvollzug in Zürich eigentlich verweigert hat, das dürfe ich nicht, sei kein Notfall, ich hätte ja die Operation hinter mir. Einfach alle solche weiße Foltermethoden. Natürlich um die an mir begangene schwere Körperverletzung von diesen Kollegen zu vertuschen. Das wurde dann klar. Und dann wollten sie mir eine psychiatrische Therapie verpassen. Also sinngemäß, du kannst jetzt raus aus dem Gefängnis, wenn du eine psychiatrische Therapie machst. Du weißt es ja, Polizisten werden nicht verurteilt, auch wenn du sie anklagst wegen dieser schweren Körperverletzung. Aber gesagt, ich bin auch Polizist, bin jetzt einfach freischaffend. Ich habe das Zertifikat, noch immer, ich kann es nicht wegstreichen. Ich bin in dieser Datenbank als zertifizierter Schweizer Polizist registriert. Ja, und dann habe ich gesagt, also, wenn ich wählen kann zwischen so einer psychischen Maßnahme und Gefängnis, gehe ich ins Gefängnis. Und dann haben sie mich wieder ein paar Monate hocken lassen. Ich habe da Bibel und Gesetze studiert, beides nebeneinander. Und dann auch noch gelesen, dass im israelischen Gesetz, also in der israelischen Rechtsprechung, da wird das Wort Staatsanwalt mit Satan übersetzt. Das war noch ganz interessant. Ich habe die Zeit wirklich gut ausgenutzt für Gesetz und Bibelstudium, beides miteinander verglichen. Und nach 6 Monaten Gefängnis wurde dann das allererste Mal ein sogenannter Geschädigter oder Zeuge befragt. In den ersten 6 Monaten wurden keine Geschädigten, keine Zeugen befragt. Man ließ mich schmoren und erstellte ein Psychogutachten nach dem anderen. Und als nach diesen 6 Monaten diese Kollegen befragt wurden, hat eben einer konnte nicht mehr und hat gesagt, wir wurden angesetzt. Oder? Und da kam eben dieses Bedrohungsmanagement raus. Habe ich gesagt, jetzt will ich die Akten sehen, wer dich auf mich angesetzt hat. Und ja, auch wieder positiv, negativ. Dadurch, dass ich weiß, wie eine Polizeidatenbank aussieht, konnten die mir natürlich keine Märchen erzählen. Und einer von diesen sogenannten geschädigten Zeugen, der hat wirklich, dem hat es das Herz gebrochen, wo ich einfach gesagt habe, dann bleibe ich im Knast. Ich mache keine Psychotherapie, ich will wissen, was da hinten durchgelaufen ist. Die anderen 2, die befragt wurden, haben gesagt, es ist das, was Frau Bonschwiller gesagt hat, ihre Aussagen. Darum haben wir sie jetzt ins Gefängnis getan. Nur einer hat gesagt, wir wurden auch angesetzt. Und das war so gelaufen, da haben die, das darf ich jetzt noch nicht zeigen, weil die Untersuchung läuft noch. Aber ich kann es erzählen. Also von diesem Schema, wo wir gesehen haben, ist es dann einfach so, dass es nicht die Nachbarin war, sondern von gewissen Abteilungen, die auch mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet haben und eben mit den beschuldigten Kollegen, die mich schwer verletzt hatten. Und die haben dann den Auftrag erteilt, über mich so etwas wie ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Man nennt dies dann nicht Persönlichkeitsprofil, sondern forensische Abklärung. Die haben beauftragt, mich zu
analysieren, mein Umfeld aufzuklären und vor allem eine Legalprognose über mich erstellen zu lassen. Wisst ihr, was Legalprognose ist? Das ist eine Zukunftsprognose über jemand für eine erste Straftat oder erste Übertretung. Einfach Zukunftsprognose, wie wird der Mensch sich rächen gegen seine Ex-Arbeitskollegen oder wann wird er die ersten Morde machen und so weiter und so weiter. Und ich sage denen halt einfach Glaskugelpolizisten. Weil das ist Prophetenzeug, das sind für mich Spekulationen. Alles, was diese zukünftigen Straftaten sollen. Niemand weiß, was morgen ist. Ich kann doch nicht einmal über mich selber genau sagen, was ich in einer Woche ganz bestimmt mache. Geschweige denn in einem Jahr oder zwei Jahren. Wie? Ich soll die Scheiße von lauen Tieren gezeigt bei der Polizei gebracht. Wie? Mit Voraussagen zu präventieren Arbeitszeit. Ja, also das ist ja heute der Schwerpunkt der Polizei, die Prävention. Ich habe schon gemerkt, Frau Nesgert, also vier Vollidioten, die nicht mal wissen, was sie ansatzweise tun. Ja. Und etwas rausreden und nicht wissen, was es ist. Aber ich mache nie weg. Das ist die momentan ist einfach auch vom Volk. Ja. Ich bin froh, bin ich nicht mehr angestellt. Ja, sorry, das ist schlimm. Ja. Ich nicht ansatzweise. Ja. Ich weiß. Ich schäme mich heute teilweise für die. Von einem Schandelfrohr und Geschenk. Müssen Sie sich mal vorstellen. Und dann hat er noch gemeint, wer er sei, hey, unangeschrieben. Das bist du für ein paar Jahre, das macht überhaupt nichts. Genau. Und das ist das, was mir am Bundesbrief eben gefällt. Ja? Ich werde beim Bund. Ich kann nicht ausweisen, der kann machen, was er will. Er hat mich auf die Seite gestoßen, als er in mein Haus kommt. Also Hausfriedensbruch, ich habe sie angezeigt. Unbeglaubtes Betreten eines Grundstücks, Hausfriedensbruch, Nötigung. Und ich weiß doch nicht. Die Staatsanwaltschaft hat mir zurückgestellt. Sie nehmen meinen Fall nicht an die Hand. Genau. Weißt du warum? Die Frist sei nicht eingehalten worden. Ja, wenn ich mein Zettel am 29. abhole und der Poststempel vom 9. drauf ist, sind das 10 Tage und der Poststempel ist gültig. Und Sie unterstellen mir, dass das erst am 11. eingetroffen ist. Ist doch mir scheißegal, was die Post in diesen 2 Tagen macht. Der Poststempel ist relevant. Du musst gar nicht diskutieren mit diesem, ich weiß nicht, dass es verliebt ist. Aber das hört nicht auf, sag sie. Ich weiß. Dann haben sie mir, ich habe mich zu Hause aus dem Bett genommen, morgens um 7. Ja. 2,5 Stunden später, was sie mich wieder zurückgebracht haben, ohne dass ich ein Protokoll unterschrieben habe. Logisch, ich bin ja nicht blöd und unterschreibe meine eigene Urteilung. Aha. Und dann habe ich ihnen gesagt, ihr könnt eure Scheißarbeit selber machen, ihr fallen Hunde. Ja, genau. Und dann hat sie nicht Freude gehabt, muss ich mich wieder zurückstellen, dann wollen sie Blutprobe und Urinprobe. Und dann? Ich habe gesagt, interessant. Wissen Sie, wir können am Arsch lecken. Wenn ich mich am Morgen aus dem Bett nehme, kriege ich sicher keine Probe. Wenn ich offen später kam, vom, wie heisst es da, das Berner Institut, da, was Sie einen verurteilen wollen wegen Autofahren. Rechtsmedizin, ja, genau da. Auch für administrativ. Forensisches Institut. Ja, genau, eben die Forensik. 600 Franken bezahlen und dann an diesem Datum antraben. Für eine Abklärung zu machen. Ah, da habe ich Ihnen geschrieben, ich werde Ihnen erzählen, was ich mache. Sie müssen sich zuerst ausweisen. Ja, und dann? Ja, dann haben Sie mir zurückgeschrieben, ich habe eine psychische Störung. Ja, genau. Ich müsste sofort meinen Ausweis einschicken. Das habe ich auch gemacht, seitdem ohne Ausweis. Ja. Ich weiß nur einen Hinweis, und wir haben keine Ausweis gebraucht. Ja. Also es ist wirklich Zeit, wie 1291, dass wir uns örtlich organisieren. Ich bin Selbstversorger, ich fülle keine Zettel mehr raus, alles was kommt von Steueramt und so weiter und so fort, wird sofort reklamiert. Ich zahle keine Krankenkasse, ich zahle gar nichts mehr. Und was passiert? Nichts. Aber nichts. Super. Also, das Ganze.
Machst du auch Vorträge? Dann würde ich gerne mal kommen. Hey, ich weiß es oft unbedingt. Ich habe mich schon lange angetragen. Ja. Ich komme fast nicht nach. Ich sollte so viel und ich bin hier, ich bin noch heilig, ich mache viele Medikamente, ich helfe den Leuten, ich heile den Himmel und so weiter. Also es funktioniert. Ich habe Probleme mit dem Stress. Meine Tochter hat Trisomie 21, wird nur fremdbetreut. Ich habe Zeit und muss dies zu tun. Meine Ex-Frau ist, Entschuldigung für diesen Ausdruck, Sozialverbiegerin. Selber von diesem Sauhaufen. Ich kann ja machen und tun, was sie will. Und ich habe immer noch fremdbetreut. Aber mittlerweile sind wir zum Glück so weit, dass sie kurz vor einem ziemlich deftigen Burnout steht. Also ist meine Chance noch gekommen. Also es gibt schon einiges. Ich bin gespannt und ich glaube, ich darf das jetzt auch hier sagen. Zum Beispiel der Herr Rutz, Josef Rutz in Schaffhausen, hat es tatsächlich fertiggebracht, dass er sich ab und zu mit dem Kommandanten der Polizei trifft. Und ich durfte dabei sein. Und wir verlangen jetzt natürlich, dass dieser Kommandant ein Vorbild ist für die anderen Kantone. Weil, ja, wenn jemand halt anders lebt, dann sollen sie den in Ruhe lassen. Punkt. Wir sind, ich denke, wirklich wieder in einer Situation wie 1291, 1331, wo wir uns zu entscheiden haben, lassen wir unsere eigenen Talente, unser Individualismus leben, örtlich, oder Globalisierung, UNO, System. Weil Spagat geht manchmal noch so, manchmal geht es nicht. Aber super, Gratulation. Gefällt mir. Durchziehen, fertig. Ich habe keinen Arzt mehr. Ich habe schon lange alles weggeräumt. Ich bin nur noch vom absoluten Niveau. Aber ich bin zufrieden und glücklich. Das ist immer das Schönste und das Wichtigste, sage ich auch. Die innere Zufriedenheit. Ich habe das. Das kann ich nicht nehmen, da kann ich sicher sagen. Und da habe ich dich im Gefängnis so genervt. Ich habe immer gesagt, ja, also so viel Zeit die Bibel zu lesen, hatte ich echt wirklich doch noch nie. Aber genau. Oder? Also ich habe gesagt, ich habe lieber da als irgendwelche blöde Therapie, ich finde schon noch raus, wie das mit dem Bedrohungsmanagement läuft. Und ich habe es herausgefunden. Man darf sie einfach nicht unterjochen lassen. Egal welchen Weg man geht, aber sich selber treu bleiben. Und ich sage, möglichst ehrlich, Ausdauer haben und dann kommen die Blumen irgendwann. Oder ob man das jetzt wirklich als Freeman voll auslebt oder ich, wo jetzt halt das System aufdecke und sage, hey, hallo, Toleranz bitte. Und da habe ich jetzt noch die Seite, wo ich vorher gesagt habe, mit dem Hauptquartier vom CIA auf Deutsch. Oder es ist immer so eine Sache, bis man sie hat, weil ihr habt selber vorher wahrscheinlich gesehen, dann kommt wieder, das Internet findet die Seite nicht und dann gibt man sie einfach den Link in Google ein und dann kommt man irgendwann doch drauf. Oder? Und das ist dieser David Chase Taylor, der Journalist, und die Seite heißt wahrheitschweiz.wordpress.com. Oder da könnt ihr auch diese Leute kontaktieren. Und ja, Wahrheit Schweiz in einem Wort. .wordpress.com. Bitte, gern geschehen. Ja. Und das ist einfach noch die eigene Homepage mit meinem Namen, wo ich auch wieder einerseits das Gasthaus habe. Ich habe im Ganzen noch so viel Glück gehabt, dass mir die Bank ein kleines Häuschen in Zürich gekauft hat. Ja, gibt immer wieder Schönes. Da sieht man es von vorne. Ups, das da. Und während dem Ganzen
Ja, 11 Monate im Gefängnis haben Freunde dafür geschaut, Gäste haben mir geschaut. Also konnte es. Ich habe gesagt, wenn es weggeht, geht es weg, dann haben es die Behörden, sollen es doch, wenn nicht, dann halt nicht. Man darf nicht sich an irgendwas hängen, materiell oder so. Einfach immer sich selber treu bleiben, der Wahrheit treu bleiben, sage ich, und irgendwie geht es dann. Und da habe ich auch, wie im Buch dort, diese Tests drauf mit den Antworten. Da könnt ihr diese Fragen runterladen. Das sind wirklich nur diese 4 Fragen. Und da unten sind die Antworten. Hier die 4 möglichen Antworten. Und dann einfach die Haupttalente jeweils beschrieben. Und wenn irgendeiner nicht zutreffend findet, bin ich froh um Rückmeldung. Bis jetzt noch nie. Aber irgendwann hoffe ich, es ist das erste Mal. Weil ich möchte mich auch ständig verbessern. Ja, und dann denke ich, können wir zu den Fragen gehen. Oder was hast du, Thomas, noch? Ist es okay? Habt ihr noch irgendwelche Fragen, wo ich vielleicht was sagen könnte? Ja? Diese Datenbanken, sind die mittlerweile schon international? Also wer hat da Zugriff? Je nachdem, ja. Ja, also es kommt immer wieder darauf an, zum Beispiel die Hooligan-Datenbank, das kann ich sagen, das findet man im Internet, die ist international. Und WCLAS ist auch so eines, das in die Richtung geht. Also man findet da relativ viel mit Google. Einfach Datenbanken, global, Überwachung. Und es kommt auch immer wieder ein bisschen auf den Anlass drauf an, je nachdem, wenn ein großer Sportanlass ist, Anlass, Fußball oder so, eben wegen den Hooligans, dann arbeitet natürlich die ganze Welt zusammen. Und dann sind auch die Polizisten gemischt von verschiedenen Nationen. Und die Schweiz hat ja sowieso überall ihre Polizisten in fast jedem anderen Land. Und eben die Garde von Rom. Und wer den Sean Ross kennt, Kratzfratz, also da kann ja auch voll dahinter stehen, was der sagt. Sehe ich auch so. Wie? Was? Swiss Temples of Octopus, das ist der Kratzfratz. Was müssen wir? Ja. Eben Swiss Temples of Octagon. Aha, ja, genau. Oder Pharaonenstadt, genau. Mhm. Oder von den Dings gibt es auch noch einen, von den Schweizer Flotten. Sie haben eine Flotten weltweit um Schweizer Flotten. Mhm. Die meisten Leute nicht. 80% haben Schiffe, Schweizer Schiffe. Und Sklaventransporte vor allem Schweizer Schiffe. Ja. Marine, Schiffe, machen wir. Weiss ich auch nicht. Aber Katzenfratz, Gühe. Kennt ihr den? Ja. Katzenfratz, Video, YouTube heisst der Kanal. Katzenfratz. Also er hat wirklich auch ganz gute Sachen. Und was ich immer ein bisschen jeden Tag auch noch schaue, ist das Endtime.com. Ist von den USA, ist rein Englisch. Die tun jetzt einfach Bibel, Politik und Religion jeden Tag auseinandernehmen. Ja, ist wirklich auch interessant. Und dort ist natürlich auch thematisiert worden, da die Satans 4 vom Gotthard. Oder? Und dort hat man auch wieder sagen, oder ich sage halt, es ist wieder beides. Wir haben viel bodenständige christliche Kirchen, aber wir haben auch reinen Satanismus in der Politik. Und auf den 200er Noten sagen ja Brasilianer, hätten wir den Teufel drauf, mit den Teufelshörnchen. Je nachdem, wenn man sie anschaut, sieht man dort 2 so Hörnchen.
Das habe ich von Brasilianern gehört. Und dann die Noten mal angeschaut und müssen sagen, ah ja, wenn man so anschaut, genau. Oder? Was ist drauf? Kannst du noch laut sagen? Alter 50 in der Alien drauf. Aber vom Alter nicht auf dem Neuen. Was hat es dort auf sich? Alien, da Schweiz, da heisst es Daniken, da Disneypark, bla bla bla. Genau. Ja, eben Seen, CIA, Genfer See, jetzt eben Bern. Ja. Okay. Dort kann ich vielleicht nachfügen, was auch noch interessant. Was auch viele vom Geldsystem her nicht wissen oder wo einfach auch noch eine Ansicht ist, sagt man ja, dass Rom eine der mächtigsten Banken hat, die Vatikanbank. Und gewisse Leute sagen auch zum Beispiel, die Fed in den USA ist eine europäische Gründung, wo aber auch wieder mit dem Vatikan Geld kommt. Und es hat heute in den USA immer noch 4 Staaten, Bundesstaaten, wo man keine Steuern muss zahlen muss. Gibt es dort also noch? Und es ist, mir kommt es vor, halt wie bei Geburt Jesus Christus, oder einfach die Geschichte, die sich wiederholt, dass man sich, wie schon ein paar Mal heute Abend gesagt, entscheiden für die, die Welt gemacht wollen, oder die anderen, die im eigenen Gärtchen bleiben. Weil die Mächte, die halt, ja, 70 nach Christus schon angefangen haben mit dem Geld organisieren, wenn man die genau verfolgt, die haben dann eben auch die FED in den USA gegründet, Brookings-Institut, all die Sachen, die jetzt Diktatoren sind und darum tut ja der Trump so extrem betonen, dass die Clinton voller Globalisierungsbefürworter ist. Obama, die haben ja teilweise herzlich wenig mehr mit den USA zu tun. Ja, das kleine Geldsystem ist sehr stark mit Rom verknüpft. Das ist ja so. Aber nichtsdestotrotz, wir können ja immer wieder auf uns. Wir können uns immer wieder auf uns konzentrieren. Und am Guten festhalten. So habe ich das auch selber gemacht. Und ich habe immer gesagt, im Gefängnis habe ich einen Deal mit Jesus Christus gemacht. Ich habe gesagt, also, wenn ich jemals in der Öffentlichkeit darüber reden soll, über das Bedrohungsmanagement, dann werde ich den Leuten auch sagen, dass ich persönlich immer auch durch das Jahr Gefängnis einfach in ihm die Kraft gefunden habe, durchzuhalten. Und so wie er auch verstanden ist beim Kreuz, denke ich, wird er uns nicht im Stich lassen und auch immer wieder Gutes auf diese Erde bringen und vielleicht sogar diese Erde wieder neu machen. Das ist das, was ich euch noch mitgeben möchte und in dem Sinn das Wort dem Thomas übergeben würde.